Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Alien Isolation. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich habe es auch mal ganz kurz angespielt. Es läuft wunderbar und wir spielen auf. Mit dir was im Anfänger? Echt? Für eine große Überlebenschance? Nehmen wir mal Mittel. Jo. Ich möchte es jetzt ehrlich gesagt auch nicht allzu dunkel haben. Gerade weil YouTube ja noch diesen alten bekannten Filter draufhaut. Genau, es war ein bisschen heller. Also, das Replay ist Überlebenskonzern und keine Gefahr auf niedrigen Weise. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrance anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Geht's denn jetzt auch los? Oder kommt da jetzt nochmal was? Oh, wir sind nackig! Huch! Wir sollten uns eventuell nochmal anziehen.
Aber an. Ripley, erkunden Sie die Turrets. Oh, wie cool. Oh, ich kann hier noch Dinge untersuchen. Okay. Das wird nur heißen, dass man hier eventuell auch noch mal was findet, wenn man da geht. Sehr schön. Wo ist Inventar? Das ist die Karte. Ist das auf I oder? Okay. Ich könnte jetzt theoretisch weiter. Ich möchte jetzt hier was. Können wir uns hier so einen Raum zuschnappen? Schade. Leider nicht. Aber was sagt denn die Karte? Wo müssen wir überhaupt hin? Karte sagt, wir müssen da oben hin. Okay. Ja. Nein. Falsch. Hier muss ich lang. Kann ich hier die Schränke durchsuchen? Nein. Schade. Hier müsste auch dann unser Schrank sein, da Ripley. Okay, wollen wir uns jetzt mal anziehen. Jawohl. Jo. Okay, was damit auf sich hat, weiß ich tatsächlich noch nicht. Ja. Das war jetzt sehr intelligent. Ach, wir haben beide. Das finde ich schon mal super. Haben wir irgendwas, was wir mitnehmen können? Nur ein Terminal. Okay. Das ist viel zu lesen. Vielleicht suchen Sie noch einen Navigationsoffizier. Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen, die Bäre sind in Ordnung. Es ist die alte Geschichte. Die Megacorps haben ihn unterboten und ihm alle Kunden weggeschnappt. Die kleineren Firmen kommen immer schwerer an Verträge. Und ich überlege selber aufzuhören, solange ich noch was verkaufen kann. Sie selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docks vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen. Zu Sevastopol. Zu einem Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlt Wayland Titani ordentlich. Viel Glück jedenfalls, wenn man sie nicht schlagen kann, was? Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Okay. So, und jetzt sollen wir uns dann einmal mit dem guten Herrn unterhalten. Was da oben? Okay, ich muss mit Taylor und mit Samuel sprechen. Ich sage, fangen wir mit Taylor an. Boah, also die Stimmung ist ja nicht gerade atemberaubend. Hallo? Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Wayland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Ich werde mich mit ihm kurz schließen. Jawohl. Sie haben geschlossen, sprechen Sie mit Taylor. Sehr gut.
vermitteln. Freigeben? Was ist die Liste der Trolls? Okay, das ist eigentlich nicht so interessant jetzt gerade. Okay, da geht es auch um die Nostromo. Okay, das ist jetzt halt nur die Geschichte über die Nostromo, was mit dem Schiff passiert ist. Ich muss jetzt. Gut, ich kann es probieren. Laufen kann ich noch nicht, leider. Ist ja schade. Ist hier noch irgendwas? Okay, der ging später hoch. Ist auch interessant. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostrum. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Wir haben uns unterhalten. Sie scheint nervös. Ist mir nicht aufgefallen. Aber sie ist eine fähige Führungskraft. Sie wird uns mit allen rechtlichen Angelegenheiten helfen können. So, das haben wir auch beschlossen. Jetzt sind wir dran. Ich folge dir jetzt einfach mal. Aber bis jetzt gefällt mir das Spiel sehr, sehr gut. Auch wenn es sehr storylastig ist. Altbekannte Kaffeemaschine. Sie darf nicht fehlen. Und hier ist die Brücke. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Corner Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Okay, ich soll die Einsatzdokumente einsehen. Wir es sehen. Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich drei Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Wait, Alonin Marsch steht auf der Sevastopol-Station. Haben ernstes Problem.
Marshall? Marshall? Torrance hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrents für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Die beiden sind höchstwahrscheinlich tot. Sie sind auf jeden Fall jetzt auf dem Schiff drauf. Erstmal umziehen. Der Einzige, der jetzt weiter geht, hier lang. Ich habe weder eine Taschenlampe noch sonst irgendwas. Ja, ich werde jetzt auch das Spiel speichern. Das dauert auch noch ein paar Sekunden, bis man speichern kann. Apropos Speichern, da würde ich sagen, das war ein sehr, sehr schöner Einstieg ins Spiel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Alien Isolation.